Du hast eine Minute lang Zeit, deinem kindlichen Ich eine Nachricht zu schicken. Oh nein, ich fange nicht an jetzt mit Bitcoins oder Aktienkauf von Apple oder sonst was. Sowas versteht der kleine Junge sowieso nicht. Es geht um wichtige Dinge. Du wirst nicht ewig der Schwächling sein. Irgendwann wächst du zu diesen riesengroßen Tierhörern. Heute haben sie alle Angst vor mir. Nicht dein Kontostand macht dich zum reichsten Mann. Aber das wirst du erst feststellen, wenn es soweit ist. Und ja, du machst deinen persönlichsten Wunsch wahr. Du wirst ein Hip-Hop-Album irgendwann mal veröffentlichen. Und immer brav üben, denn Hip-Hop hat dir wirklich geholfen, innerlich zu wachsen. Du wirst sogar mit Familie gesegnet sein. Du hast eine Frau und einen Sohn, der dich immer jeden Tag mit Stolz erfüllt. Sorg dich nicht ständig um die Schulnoten, denn irgendwann bist du tatsächlich für eine Sache motiviert. Und dann machst du's. Benutzt den Kopf manchmal gerne, um durch Wände zu rennen. Benutzt den Kopf aber vielleicht auch öfters mal darüber nachzudenken. Aber egal welche Weise, beides tut auf Dauer weh. Ja, Geld ist wichtig, aber nicht das Wichtigste. Die krasseste Währung ist tatsächlich Zeit. Geh mit deiner Familie reisen. Irgendwann kommst du an den Punkt, wo du lernst, was ist wichtig, was ist mir nicht wichtig. Vergiss immer falsch und richtig, ist nur eine relative Sache. Lerne auch mal Nein zu sagen, egal ob zum Chef, zu deinen Freunden oder sogar zu deinen eigenen Eltern. Verbring mehr Zeit mit deinen Großeltern und mit deinen Eltern. Man weiß nicht, wie lange sie da sind. Es werden Ereignisse passieren, die dir zeigen, dass deine Familie tatsächlich an deiner Seite steht. Mama hatte recht. Liebe und Hass gehen Hand in Hand. Ist nicht schlimm, dass du nicht der religiöseste Mensch bist. Yin Yang aber wird deine eigene Philosophie werden. Du bist als Erwachsener immer noch ein Nerd. Werde glücklich.